Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Auf ins Gefecht. Ja, juhu. Da sind wir wieder. Im feinen Zwirn. Genau, im Paillettenkleid. Und ein Cocktail zur Hand tatsächlich. Genau, haben wir. Mal. Aber, und wir halten die Corona-Regeln natürlich ein. Ganz, ganz frischen. Na, aber sicher. Wir haben extra einen Blumenladen gemacht, damit wir aufnehmen können. Gartenmarkt, ja. Ja. Ich bin gespannt, ich werde es am Samstag sehen, wie das bei uns läuft. Ja, habt ihr auch Click and Meet? Das ist der neueste heiße Scheiß. Ne? Ja. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Genau. Früher haben wir ja im Baumarkt immer Kick and Rush gemacht. Die Bohrmaschine über den Zaun geworfen und sind dann gelaufen. Ja, du wirst es nicht glauben, das gibt's immer noch. Das denke ich mir. Ja, bewährte Methoden, warum sollte man die ändern? Mhm. Ja. Aber wir sind schneller geworden. Echt? Sind wir. Das ist unser Jahresrückblick. Übrigens. Genau. Wir hören zurück in das Jahr 2020, in dieses merkwürdige Jahr. War was? War was? Ne? Und lassen das so ein bisschen Revue passieren, also jetzt nicht großartig, wie man das jetzt, was weiß ich was, chronologisch, keine Ahnung. Was Trubisch sagen würde, nochmal Paroli passieren lassen. Hat er? Hat er. Oh Mann, ey. Ah, Fußballer, ist echt schön. Mhm. Ja, verdient man viel Geld und muss nicht so viel in der Birne haben. Ja. Geht auch anders, so ist ja nicht. Ja, was war denn letztes Jahr? Was war denn letztes Jahr? Also eins, das was wirklich bei mir oben auch auf der Liste ist, was ich unbedingt erwähnt haben will, eine Serie, die wirklich krassen, ultra krassen Output hatte. Und das nicht nur, sondern auch ein sehr geiles Konzept hatte, sehr geile Cover hatte und obendrein so mein Lieblingsformat, so kurze, knackige Stories und kunterbunt noch obendrein die Midnight Tales. Oh, ja, stimmt. Die würde ich doch gerne mal einfach so generell erwähnen, weil die haben letztes Jahr wirklich gerockt. Ja, ganz tolle Serie von Contendo. Das ist wirklich eine gute Idee, eine schöne Bereicherung und wirklich ein cleveres Konzept. Ja, hast du recht. Ist dir was aufgefallen so? Mir sind auch einige Sachen aufgefallen. Also zum einen möchte ich mal, weil die immer so ein bisschen kurz kommen beim Hörspielrückblick des Jahres, Kinderhörspiele erwähnen. Mhm. Und zwar, da sind mir zwei Stück besonders im Auge bzw. im Ohr geblieben. Und zwar einmal Lotta, Oma Bertha und der verschwundene Verschwinder von Kai Magnus Ding. Das Hörspiel, also quasi die Fortsetzung von Teil 1 mit Lotta, Opa, ach wie hieß er noch, jetzt fing es wieder mit den Namen Heinrich. An. Heinrich, genau. Es war einfach ein wunderschönes Stück, auch clever, wie man die Figuren da einbindet, die man im letzten Mal hatte, die beiden Gauner, die hier ja ein bisschen eine neue Farbe kriegen. Also das fand ich wirklich sehr herzallerliebst und hat mir echt so mit am meisten Freude gemacht. Was mir auch da besonders im Ohr geblieben ist, ist Thilo Reffertz Linie 912, ein Hörspiel, ein Kinderhörspiel, was einen ganz besonderen Kniff hatte, bei dem man am Anfang dachte, was wird das denn? Das wird in 100 Jahren nichts. Und je länger man es gehört hat, bis man, also als man dann mal so nach 10, 15 Minuten der Groschen gefallen ist, wo das Ganze hinging, fand ich das so toll und so gut durchdacht und so prima erzählt, dass ich das innerlich gefeiert habe. Also ich habe mental Kerzen angezündet, weil es so schön war. Ja, die wollte ich dann zumindest mal erwähnt haben. Ich möchte auch noch was erwähnen. Und zwar, was natürlich eingeschlagen hat wie eine Bombe letztes Jahr, waren die beiden Europa-Thriller. Europa macht wieder Hörspiele für Erwachsene. Und das auch in diesem Staffelformat. Also da kam Hideaway natürlich raus von Christian Gaius und natürlich Vidan von Raimon Weber. Zwei dicke Autoren. Das war jetzt genau Quatsch. Zwei renommierte Hörspielautoren, die für Europa schreiben. Das Hörspiel-Label quasi aller Zeiten. Und das war schon ein dickes Ding. Ja, aber das Endergebnis, da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Bei Vidan haben wir ja schon kritisiert. Und Hideaway war zwar toll, aber jetzt auch nicht so, dass es bei mir jetzt in den Top 10 oder so landen würde. Aber trotzdem, es ist natürlich trotzdem ein großes Ding, war das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Für viel Furore gesorgt hat. Das stimmt. Was ich auch erwähnen, also beziehungsweise was man eigentlich erwähnen müsste, ist die Radio-Tatort-Reihe, die ja jetzt mittlerweile schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat und so in einigen Bereichen doch arge Abnutzungserscheinungen hat. Aber es gab auch für mich zumindest zwei Highlights und zwar beides mal relativ neue Autoren beziehungsweise Autorenteams. Das ist einmal Dirk Lauke, der für den MDR das Hörspiel Erster Angriff geschrieben hat, also auch ein, also das war quasi sein Erstling für den Radio-Tatort. Das leider war richtig gut. MDR-Tatort leider nur einmal im Jahr, aber der war richtig klasse. Ganz toller Stoff, sehr gut erzählt.
klar mit einigen, ja, Klischees, aber ich fand die gut gesetzt, die Klischees zumindest. Und wenn die funktionieren und gut reingebracht sind, dann ist das auch kein Problem. Also, dass das dann irgendwie, ja, so Baukasten wirkt, nee, das fand ich überhaupt nicht. Sondern es hatte auch einige Überraschungen und hat auch einiges mit diesen bekannten Klischees gemacht. Das fand ich total super. Und der zweite Radio-Tatort wäre der aus der Schweiz. Fand ich ein Knaller war, weil man sich da in der Schweiz wirklich was traut, dem Hörer zuzumuten, im positivsten Sinne. Also nicht in stinknormalen, schnöden Krimi, sondern tatsächlich was Ohr und Hirn beschäftigt. Das fand ich auch wirklich ein ganz, ganz starkes Ding. Und die 141, Deutschland hat keine Pferde mehr, muss man natürlich auch erwähnen. Ja, stimmt. Weil das ja schon ein Einschnitt in den Hammer-Radio-Tatort war, wo die Folge auch ganz gut war. Also jetzt nicht angeknüpft an die wirklich großartigen anderen Folgen aus Hammer, aber doch, die war dann doch ganz gut und natürlich ein tiefer Einschnitt, deswegen sollten wir es auch erwähnen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Dann, was mir noch aufgefallen ist, da ist man gar nicht vorbeigekommen letztes Jahr, Hermann Media. Hermann Media hat einen unfassbaren Output gehabt letztes Jahr und die hauen an einem Stück neue Serien raus wie Maschinengewehr. Mhm. Ist ja irgendwie jeden Monat zwei neue Serien, die da am Start sind. Also das ist schon beachtenswert. Einmal, also über die Qualität, da kann man auch wieder geteilter Meinung sein. Schön finde ich, dass es aus verschiedenen Ecken kommt und sehr unterschiedlich tatsächlich ist und wirklich so wie so eine Wundertüte daherkommt. Ja, über die Qualität, na, wir haben ja genug drüber geredet letztes Jahr. Ja. Vor allem das, was aus dem Humorbereich kommt. Ja, ja, Humor ist ein schwieriges Feld. Kommen wir demnächst im regulären Orkast auch nochmal drauf zurück. Oh, ich freue mich schon. Es gibt wieder Neues von der Grusel-Humor-Front. Oh, hast schon gehört, da bin ich gespannt, ja. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es noch höre. Ja, hör's mal. Es ist nicht so... Okay. Ja. Ja, was man auch auf jeden Fall natürlich erwähnen muss, ist Fayo, die... Oh ja. Also für uns zumindest, es war, glaube ich, sind sie letztes Jahr gestartet ja, oder waren ist, sie da? Vielleicht ganz knapp auch schon 2019, aber es ist noch nicht allzu lange. Mhm. Also eine neue Plattform, die vor allem Audible, glaube ich, Konkurrenz machen will ja. Und halt auch dieses Prinzip jetzt noch nicht so lang, aber so langsam startet eben, dass man bekannte Hörspielautoren und Hörspielmacher an Land zieht und die einfach Geschichten machen lässt und so ein bisschen, also gefühlt, freien Lauf lässt und da halt auch Geschichten entstehen, die man so noch nicht gehört hat. Also Epsilon war natürlich ein Kracher, fand ich. Und jetzt zuletzt Akte, jetzt sage ich schon wieder, das darf doch nicht wahr sein. Artikel X. Ja. Das ist zu verlockend. Stimmt. Ja, also da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was da noch kommt. Ja, wo du schon Audible erwähnt hast, auch die sollte man erwähnen. Oh ja. Weil die es immer schaffen, einen gleichbleibend guten Output an Hörspielen zu bringen. Also da ist ja, und was sehr lobenswert ist, sie setzen Staffeln fort. Das kann man ja auch nicht von jedem behaupten. Das ist wirklich, finde ich auch klasse, dass man bei vielen Sachen am Ball bleibt und weitermacht. Ja, das hat sich ja auch gelohnt, aber ich denke, da werden wir im Detail später noch drauf zu kommen. Ich habe frisch Imperator 2 jetzt gehört. Ja, ja, ich bin gerade dran. Sehr schön. Ja. Dann, was können wir noch erwähnen? Ja, was mir noch sehr nachklingt, sind tatsächlich die Seminar-Vertonungen des NDR, die auch zuletzt so im November war es, glaube ich, oder? Nee, ein bisschen früher. Ja, ich glaube, die erste war, glaube ich, Ende November und dann ging es den Dezember durch. Und also die so quasi den Jahresausklang so ein bisschen begleitet haben. Also den Ausklang bei NDR Info quasi. Die Streichung des Kriminalhörspiels bei NDR Info, ja. Ja, leider. Aber da wirklich fantastische Hörspiele rauskamen, wie die Phantome des Hutmachers, fand ich toll. Ja. Buchhändler von Archangelsk war sensationell und natürlich Schlusslichter. Dann ja. Schlusslichter. Ja, da sind tolle Sachen bei rumgekommen. Und Simenor, wo ich schon am Anfang gedacht habe, ein bisschen die Nase gerümpft habe und zugehalten habe, aber der kann was. Ja, erwähnen sollte man auch den Horler. Ja. Möchte ich mal kurz erwähnen, weil du wirst dich da bestimmt verschämt zurückziehen, wirst da gar nicht viel zu sagen wollen, aber das nö. War tatsächlich auch nö. Großartig. Ja, großartig. Das war Stücke. Natürlich ein persönliches Highlight für mich und irre und hat die, ja, so die Erinnerung nochmal aufgefrischt und das war schon der Hammer. Mhm. Ja. Doch. Und ist auf CDs fantastisch geworden, muss ich ehrlich sagen. Hat tatsächlich auch träumen lassen, dass es auf CD so gut klingt. Mhm. Irre. Das ist schon stark. Habt ihr fein gemacht. Ja, und wie jedes Jahr natürlich noch so einzelne Radioperlen, die für mich so rausgestochen haben, eher so kleinere Hörspiele. Die Abkürzung wollte ich erwähnen von Magdalena Wojcuk, die mich sehr geplättet hat. Rollover Beethoven. Aber da, so einzelne Sachen, da kommen wir dann nachher vielleicht nochmal drauf bei Shoutouts, was ja, auch ich, ich,
Ich hätte noch so ein paar, lass mich gerade mal durchgucken, was wir da noch haben. Zum Beispiel Captain Berlin. Ja. War so ein Highlight für mich. Das wäre so ein Shoutout für mich gewesen. Das war es. Okay. War ja, Cassandra's Rising. Mhm. Hatte ich da auch noch. Das ist sowas, was bei mir nicht in die Top 10 geschafft hat, aber was auf jeden Fall eine Erwähnung wert ist, weil es wirklich ein ganz tolles Hörspiel war. Was mir auch gut von der Machart gefallen hat, war Dark Audio Memories, Altes Blut, weil es von der Inszenierung total super war. War von der Story her, ja, recht bekannt, was da also ablief, aber das war von der Inszenierung her wirklich total super und da hätte ich gerne mehr von, auch diesem Podcast-Format fand ich das super, dass da so jede Woche eine Folge kam. Das war echt sehr, sehr angenehm. Mhm. Apropos Podcast, Don't Visit Kur war auch sowas, was mich total überrascht hat in diesem Jahr. Auch ein Podcast mit einer sehr interessanten Story aus der Schweiz. Ja, das war ja ähnlich wie Damn sowas, was mich wirklich begeistert hat, dass man sowas über, es war ja relativ kurz, waren glaube ich 6 Teile oder so und überschaubar, aber das hat total Spaß gemacht. Ja. Dann hatten wir noch 2 Abschlüsse, die ich noch erwähnen will, und zwar Foster. Klar, Foster ist zu Ende gegangen, das hat auch nochmal richtig geknallt gegen Ende und auch ein, fand ich, sensationell gutes Finale, also Staffelfinale zumindest von den Twilight Mysteries. Das wollte ich auch noch erwähnt haben. Ja, das ist auch toll. Stimmt. Heavenline von Bodo Traber wollte ich auch noch erwähnt haben als Radiohörspiel. Mhm. Das wäre auch noch sowas gewesen. Ja. So, eins wollte ich noch sagen. Piefke. Piefke, richtig gute Piefke, Serie. Stimmt, genau, hat auch das Niveau tatsächlich gehalten, finde ich. Ein paar ganz tolle Folgen. Also Alarm am Alex fand ich ganz toll letztes Jahr. Doch, da kamen sehr gute Sachen raus und steht zumindest bis zuletzt. Und ja, da bin ich auch gespannt im Apropos Niveau gehalten, da fällt mir auch noch eine Serie ein, die man dringend jedes Jahr eigentlich erwähnen muss, ist Gruselkabinett. Oh ja. Die seit gefühlt 500 Jahren laufen und gleichbleibend jedes Jahr 6 Hörspiele, ja, ich glaube 6 Stück sind es, rausbringen und immer ganz tolle Sachen dabei. In diesem Jahr hat mir also Bisklaver war, glaube ich, mein Favorit in diesem Jahr. Ich habe mehrere. Das innerste Licht fand ich fantastisch. Ja, fand ich auch gut, ja. Dann der letzte Wille der Stanislava Das war auch irre, fand ich ein irres Stück. Mein Lieblingsstück war aber Heimflug tatsächlich, das du nicht so gut fandest. Ich fand das ganz, ganz das hat mich voll geflasht. Okay. Ach, erwähnen wollte ich noch Schirachs Gott, fand ich auch als Projekt total super und inhaltlich sowieso. Ja, das könnt ihr euch auch gönnen. Ist leider nur beim Hörverlag erschienen. Also es gibt da keine, weder Stream noch Radiosendung dazu. Also da müsst ihr schon an die CD ran. Aber das war echt ein Highlight. Und Gerd Medien zuletzt vielleicht noch, die uns ja doch sehr überrascht haben. Stimmt. Ja, weil wir auf einmal die 5 Geschwister gehört haben, die wir über Jahre irgendwie links liegen haben lassen. Mhm. Aufgrund dieser Prämisse, glaube ich, mit dem Christlichen, dass uns beiden irgendwie nicht so behagt vielleicht. Aber das sind richtig gute Hörspiele. Das stimmt. Und Young Grace, die 4, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, Tödliches Kunstwerk, das hat bei mir tatsächlich an den Top 10 gekratzt, weil ich das so gut fand. Ja, cool. Aber nur gekratzt. Was wir nicht gehört haben, was uns, glaube ich, durch die Lappen geht, ist Jenseits der Zeit. Ich glaube, das wäre auch noch was gewesen mit für Absicht. Die Highlights. Aber das Problem ist halt tatsächlich, es kam halt auch wieder sehr spät im Jahr. Dezember tümmelt sich's auch, weil da jeder nochmal irgendwas raushaut. Da war halt auch relativ viel und jo, bei dir lag es an den Büchern, bei mir lag es an der Zeit. Ja. Bei mir ist es halt Jenseits der Zeit gewesen, dass ich das hätte hören können. Nochmal ein ganz schlechtes Wortspiel zu machen. Nee, finde ich gar nicht. Ja, komm, du bist ja befangen. Das stimmt. Seit 10 Jahren. Ja, fast. Mir fällt gerade auf, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber naja, gut. Ich weiß, ja. Ja, tut mir ist leid. Ist okay, gehen wir drüber. Es merkt ja keiner. Nein, jetzt und noch nicht. Wenn er es doch merkt, dann schickt uns eine Mail. Den Gewinner geben wir dann am Ende. Genau, wird am Ende eingeblendet, wie immer. So, wollen wir starten? Wir starten dann mal, genau. Mit unseren Top 10, oder? Ganz genau. Also so machen wir es, also für die Hörer, die das vom letzten, vorletzten Jahr und allen Jahren davor nicht mehr in Erinnerung haben, wir machen jetzt erstmal unsere jeweilige Top 10. Also wir haben keine gemeinsame, sondern jeder hat für sich im stillen Kämmerlein eine Top 10 zurecht gebastelt. Genau. Genau. Unter Einhaltung aller grundgesetzlich garantierten Wahlrechte. Also es wurde geheim gewählt. Ich weiß teilweise auch nicht, was bei mir auf den einzelnen Plätzen ist, so geheim. Und also wie gesagt, das machen wir jetzt zuerst und dann machen wir im zweiten Teil kommt dann eure, genau, da wartet ihr ja alle drauf. Darf ich anfangen? Ja, dann fang du mal an.
auf Platz 10 ist bei mir gelandet. Also wie gesagt, schwierige Auswahl. Ja. Ich habe quasi links davon stehen ungefähr 25. Was heißt ungefähr? Es sind, glaube ich, genau 25. Und aus diesen habe ich dann meine Top 10 schweren Herzens teilweise gewählt. Auf Platz 10 ist gelandet eine Radioproduktion, eine RBB-Produktion von Kai-Uwe Kohlschmidt. Und zwar Die wilde Freiheit. Das ist bei mir in den Top 10 gelandet. Weil mich das sehr geplättet hat. Es geht ja, wenn ihr euch erinnert, da um sehr viel. Und ein ganz merkwürdiges Stück ist das letztlich. Es geht nämlich um einen deutschstämmigen Mann, dessen Geschichte erzählt wird, der in Texas entführt wird und bei Indianern aufwächst. Also zunächst bei Apachen und dann in einem Comanchen-Stamm lebt. Also sehr verquer, sehr merkwürdig. Was Kai-Uwe Kohlschmidt aber in diese völlig verrückte Geschichte halt reinpackt, ist wirklich gefühlt alles, was man so landläufig mit der Geschichte der Indianer in Amerika, was einem da so vorschwebt im Endeffekt. Mhm. Und das hat er wirklich geschafft, erstaunlich authentisch. Also das klingt wirklich sehr nah. Also mir ging das sehr, sehr nah, emotional auch sehr nah. Wird anhand von diesem Mann, der eigentlich selber kein Indianer ist, aber quasi als Indianer aufwächst, wird diese Geschichte erzählt, wirklich mit allem, was so reinspielt, von der Suche nach neuen Jagdgründen bis hin dann wirklich bis ins Reservat quasi, wo der Niedergang der Indianerstämme dann quasi auch hautnah miterlebt wird und das unfassbar tragisch ist und furchtbar ist. Und das hat mich sehr berührt, sehr gepackt, eine ganz wilde, wirklich wilde Freiheit, eine ganz wilde Geschichte, die ich ganz toll fand. Okay, der hat es bei mir nicht unter die ersten 20 geschafft. Sondern? Ich habe da hinten habe ich keine Platzierung mehr. Aber es war zumindest in dem Bereich, wo ich schon mal drüber nachgedacht habe. Sondern welche hat es denn auf Platz 10 geschafft bei dir? Achso, weil was es bei mir auf Platz 10 geschafft hat, auch eine Radioproduktion. Mhm. HR. Mhm. Okay. Eine Hörspielbearbeitung von Heinz Sommer. Nach Robert Harris. Und zwar Der zweite Schlaf. Mhm. Der hat es bei mir auf die 10 geschafft. Ein Hörspiel, was sehr überraschend kam, ganz kurzfristig angekündigt wurde, auf einem Sendeplatz lief, der normalerweise nicht mit Hörspielen bestückt wird, sondern es lief bei der Populärwelle HR3, sodass es mir fast durch die Lappen ging. Es kam zum Glück noch ganz kurz vorher von unserem Hörer Hans-Jörg die Info, da kommt was, alle Ohren auf. Und das war auch gut so. Also man hätte es wahrscheinlich irgendwann mitgekriegt, weil danach ging das Ding ja doch schon ziemlich viral und wurde auch ziemlich gut beworben. Und das vollkommen zu Recht, weil das wirklich eine super, super Idee war. Ein dystopischer Roman, der zu Anfang gar nicht so wirkt, sondern am Anfang wirkt das wie ein Mittelalter-Roman, bis man dann merkt, ja, das ist dann doch ein bisschen anders alles. Und es ist großartig. Es ist ein tolles Zusammenspiel. Es hat clevere Ideen, dass man zum Beispiel Männerrollen mit Frauen besetzt. Fand ich ganz großartig, wie man das gemacht hat. Dann eine Besetzung. Einer meiner Lieblingssprecher, Martin Brambach, fand ich total super hier drin. Mhm. Ja, Max Mauf, großartig in der Hauptrolle. Und ja, ein Stück, was mich wirklich begeistert hat, auch als Podcast, als Download First angeboten. Ja, modern, tolle Story. Ja, was will man mehr? Also fand ich wirklich, das war so ein Stück, was mich total begeistert hat in diesem Jahr. Kann ich nachvollziehen, ist bei mir ganz knapp bei den Top 10 vorbeigeschrammt. Ja, bei mir ist sie auch nur auf Platz 10. Hm. Also das heißt, es kommen noch ganz andere Highlights. Ja, dann auf Platz 9 ist bei mir gelandet eine Radioproduktion des NDR. Okay. Ja, am Regiepult Matthias Karpohl. Und zwar der V-Komplex. Ein 8-teiliges Hörspiel, /Podcast-Format. Und darin geht es um den Verfassungsschutz. Und zwar eine Mitarbeiterin, die in eine rechtsextreme Organisation nicht eingeschleust wird, sondern sich selber einschleust, mehr oder minder. Und das, was sie da erlebt, quasi in Tonbandaufnahmen festhält und die wir dann quasi zu hören bekommen. Und es geht halt quasi im Endeffekt alles auch wieder, ist ein bisschen wie, was das anbelangt, wie bei Die wilde Freiheit, irgendwie alles, was zu diesem Thema so unter den Nägeln brennt, irgendwie geschafft hat, alles so reinzupacken, aber das Ding irgendwie nie, finde ich, nie überfrachtet wirkt, auch tatsächlich sehr authentisch wirkt, sehr nah, also natürlich auch ein bisschen durch die Form, wie man das präsentiert,
fand ich ein ganz fantastisches Stück, hat mich auch schwer beeindruckt, bin ich nicht von weggekommen, fand ich ganz toll. Ja, ich möchte hier jetzt keine Aussage zutreffen an dieser Stelle. Okay. Möchte direkt zu meinem Platz 9 kommen. Mach mal. Auf Platz 9 ist überraschend eine Radioproduktion. Diesmal vom Deutschlandfunk Kultur. Ein Stück von Tror Mishani, ein dreiteiliges Hörspiel, was originellerweise 3 heißt. Und das war ein Stück, was mich auch aufgrund seiner Cleverness total gut beeindruckt hat, weil zunächst, also beziehungsweise man ahnt direkt ab Folge 1, wie der Hase läuft, und es wird dann doch so spannend und so beeindruckend, was vor allen Dingen am großartigen Spiel von Matthias Brandt liegt, der hier wirklich so super diese Titelrolle spielt, dass es wirklich, also man klebt an seinen Lippen, weil das wirklich so gut gemacht ist und so gut diese Ambivalenz dieser Figur zeigt. Das fand ich bockstark und hat mich total begeistert. Auch dieses Format, diese 3 Halbstünder, die wirklich sehr gerafft sind und jeder eine eigene Story erzählt, die dann aber natürlich am Ende auf ein Finale hinlaufen. Also das war wirklich auch was mich total beeindruckt hat. Mhm. Okay, möchte auch nichts dazu sagen. Ja. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht gehört. Ah, okay. Guck an. Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun gerade. Das stimmt. Mit diesen ganzen 10-Teilern. Jetzt kommt noch Jenseits von Eden. Ja. Ja. Geht ja mal nebenher. Ja, und die Vom Winde verweht kommt auch noch. Ja, prima, genau. Ich höre gerade den Sandman übrigens. Ah, okay. Das dauert ein bisschen, bis man da reinkommt. Aber wenn man da drin ist, das ist mal eine wilde Geschichte. Okay. Aber dazu dann irgendwann mal später mehr. So. Dann sind wir angekommen auf Platz 8. Platz 8, ein ganz wildes Hörspiel, eine Radioproduktion des WDR. Und die Hauptfigur in diesem Stück ist ein Bagger. Anfang des Jahres kam Thilo Gose-Johanns grandioses Bagger-Geddon raus. Was habe ich dieses Stück abgefeiert? Das hat mir so einen Spaß gemacht, das zu hören. Und wie die guten Gose-Johanns halt so sind, das wirkt zwar vielleicht auf den ersten Hör oder so, wirkt das ziemlich platt und bescheuert, aber da ist irgendwie immer so ein bisschen mehr. Ja. Und dieses immer so ein bisschen mehr, das hebt das Ganze dann halt, finde ich, noch mal raus. Das kitzelt da irgendwie immer noch mehr raus. Aber oben drüber ist natürlich trotzdem diese völlig absurde Geschichte, die so witzig, aber witzig dargestellt ist und einfach so einen Spaß macht, das zu hören. Wirklich, also wenn ich jetzt so überlege, von den Sachen, die jetzt auf der Liste sind, wenn ich jetzt nochmal was hören müsste, also jetzt gezwungen wäre, nochmal was zu hören, da würde Bagger-Geddon drin landen. Ja. Weil das so einen Spaß gemacht hat. Wirklich total lustig und unterhaltsam und hat viel Originelles auch drin. Mhm. Das fand ich tatsächlich so vom Witz her richtig gut gedacht und ist auch bombenoriginell. Hat es leider nicht in die Top 10, aber wer ist direkt auf den Plätzen dahinter, auf den unsortierten? Also wäre bei mir ein Shoutout gewesen. Ja, was ist denn bei dir auf 8? Bei mir ist überraschenderweise eine Radioproduktion. Und eigentlich könnte ich beim Platz 9 direkt weitermachen. Es ist wieder Deutschlandfunk Kultur und es ist wieder Matthias Brandt. The Guilty. Das ist das Ganze ein Hörspiel von Gustav Möller und Emil Niegard Albertsen. Ein Stück, was mich auch total überrascht und total überfahren hat. Denn es ist ein Thriller, der eigentlich 2 Storys erzählt. Einmal geht es um den Polizist, der in der Polizeiwache sitzt und Notrufe entgegennimmt. Und der Notruf, der da eilt von einer Frau, die in einem Kofferraum eines Wagens sitzt und entführt wurde. Ja, und er versucht dem Ganzen ja über das Telefon auf die Spur zu kommen und dieser Frau zu helfen. Und gleichzeitig hat er eine eigene Geschichte, die ihn belastet, die im Nebensatz miterzählt wird. Und das Ganze, diese 2 Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, am Schluss dann doch eine gemeinsame Verbindung kriegen. Und das fand ich so toll erzählt. Das Ding ist so spannend und so originell und hat eine so starke Wendung am Schluss. Ja, das hat mich auch total begeistert und hat es dann für mich in die Top 10 geschafft auf Platz 8. Nicht schlecht, ja. Bei mir ist auf Platz 7 was von Audible gelandet. Okay. Und zwar, ist natürlich schwer jetzt, ne? Es ist ja einiges von Audible gewesen. War ein bisschen was dabei, ja. Ja. Und zwar war das erste, was so die schöne alte Kombi aus Steel und Meyer wiederbelebt hat. Und ich habe nochmal reingehört, dass, was wir damals gesagt haben. Da habe ich irgendwie gemeint, das fühlte sich an wie die gute alte Hörspielzeit. Imperator, ja. Also einmal natürlich von den äußeren Begebenheiten, Musik, Inszenierung ist das natürlich fantastisch.
auch wie der Erzähler da eingesetzt wird, das hallt mir immer noch nach tatsächlich, weil das so gut ist einfach. Friedhelm Tock natürlich als erstes als Sprecher einfach fantastisch, aber auch wie da können sich diverse Leute was abschneiden, wie da quasi der Erzähler inszenatorisch eingeflochten ist in die Geschichte und da halt nicht blank irgendwie ein Geräusch kommt und der sagt dann, was passiert ist, sondern das wird halt vorausgedeutet oder also es doppelt sich nie und es ist halt verflochten ineinander und ultra spannend und ja, also einmal das Drumherum, dann natürlich auch die Geschichte. Italien in den 60ern, dann diese ganzen Filmanleihen, die da mit reinspielen und die, ja, sehr, sehr viel ist die Mafia, die mit reinspielt, dann die Paparazzi, die diesen Filmleuten nachstellen und man ist halt voll, finde ich, voll drin irgendwie in dieser Szenerie und obendrein natürlich dann die Fantastik, die da mit reinkommt und ganz tolle Nuancen dieser Geschichte verleiht und dann natürlich diese Grundidee mit den Imperatoren. Fantastisches Hörspiel, ganz toll. Richtig, richtig gut. Ja, verstehe ich. Hat's bei mir, nein. Nicht geschafft. Nicht geschafft, nein, das war auch so. Ja, du hörst halt nur deine Radiohörspiele. Ja, genau, meine Radiohörspiele. Apropos, soll ich mal sagen, was auf, wo sind wir, Platz 7? Yep. Ob da vielleicht auch ein Radiohörspiel ist? Vielleicht. Vielleicht. Ja, könnte sein, vielleicht sogar vom Deutschlandfunk Kultur. Magdalena Wojcuk, die Abkürzung. Ah, okay. Was eine Granate. Ein Hörspiel, was zunächst auch relativ belanglos anfängt. Klingt wie so ein typisches Problemhörspiel vom WDR. Am Anfang so Beziehungsprobleme und ja, alles jung, alles hip. Und dann nimmt das Ding eine rasante Kehrtwende und kriegt eine Ernsthaftigkeit und plötzlich auch einen Drive. Und von der Inszenierung her so viel Originelles, dass mir beim Hören tatsächlich der Mund offen bleibt. Wie geil ist das denn bitte? Was ist das denn für eine geile Story und für eine geile Inszenierung? Das hat mich wirklich total überrascht, dass man das so originell erzählen kann. Nicht nur eine originelle Story, sondern auch das von der Inszenierung her so prägnant macht und ja, so wenig Hörspielklischees dann da dran verbaut, sondern tatsächlich, ich hatte so den Eindruck, da ist jede Minute, die man hört, ist absolut originell und einzigartig. Das fand ich wirklich, ja, zum Abfeiern. Kann ich nachvollziehen, war für mich auch bombig. Nicht ganz geschafft in meine Top 10. Okay. Weil da noch Sachen sind, die ich irgendwie noch einen Tacken, die mir näher gegangen sind. Okay. Tatsächlich nochmal ein Stückchen. Zum Beispiel, auf Platz 6 ist eine zweite Staffel gelandet. Das ist schon zu viel verraten wahrscheinlich. Und zwar etwas von, schon wieder Audible. Ne, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt geht noch alles. Echt? Zweite Staffel Audible? Letztes Jahr? Ja. Ja. Es ist die Judensitten. Okay. Geißelwetter in der Gosse von Anna Basener, die es tatsächlich geschafft hat, dem Ganzen eine neue Perspektive zu verleihen, ein Prequel zu erzählen, das nicht eigentlich ein Prequel ist, sondern deutlich mehr. Und zwar blicken wir auf Minna, die ja auch schon eine der großen Hauptfiguren in der ersten Staffel war. Und zwar geht es letztlich um die Geschichte, wie sie ihre Ritze bekommen hat, ihr Bordell bekommen hat. Und es beginnt damit, dass sie quasi aus Berlin flüchten muss vor den Nazis und im Zug zusammen mit zwei weiteren Bekannten aus der ersten Staffel sitzt und diese dann quasi ein bisschen dazu bringen, diese Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte ist der Hammer. Die sprüht vor Lebendigkeit und vor Charme und vor Witz und vor Deftigkeit und da geht's auch richtig ans Eingemachte und das muss es auch und da wird kein Blatt vom Mund genommen und das liebe ich an dieser Geschichte, weil das wirklich Freischnauze ist und sehr lebendig ist und überbordend lebendig ist fast schon und man kann gar nicht in diese Geschichte nicht hineingezogen werden, meiner Meinung nach. Und so ging es mir auch. Ich habe das genossen von der ersten Minute an, fand das großartig, habe herzlich gelacht, habe geweint, habe alles mitgemacht mit der Hauptfigur und fand es ganz toll. Okay, ja, hat es bei mir leider nicht reingeschafft. Ja, du musst ja mit deinen Radioproduktionen, ne? Genau, ich hätte jetzt auch wieder eine auf der 6. Ja, erzähl. Ja. Aber da brauche ich gar nicht viel zu erzählen, weil bei mir ist auf der 6 der V-Komplex gelandet. Ah, okay. Da könnt ihr ja gerade nochmal zurückspulen. Und ja, also fand ich ein irres Ding, total passend zur Zeit und total glaubwürdig. Und die Klischees, die da verbaut sind, super. Ja. Mhm. Ja, muss ich dir in allen Punkten recht geben. Und noch zwei Plätze mehr oder drei. Das war schon sehr, sehr geil, ja. Ja. Und das war auch, das hätte man noch vielleicht so herausstreichen können, weil auch dieses Podcast-Format genau. Weiterhin um sich gegriffen hat. Ganz toll. Also ich bin da ein Riesenfan von. Mhm. Ja, und das scheint ja auch ein bisschen so weiterzugehen in diesem Jahr. Ja, genau.
Finde ich gut. Jo. Ja, auf Platz 5, du glaubst es nicht, ist meine Radioproduktion bei mir gelandet. Okay. Und zwar eine, die wir schon hatten heute. Echt? Oh, und zwar der Radio Tatort 145, das dritte Ohr. Meine Fresse, was hat denn der... Ich schäme mich gerade ein bisschen. Ist alles gut. Meine Fresse, was hat denn der SRF, was hat den denn da geritten, dieses Ding auf uns loszulassen? Die Meiringer Trilogie in seiner zweiten Folge, der Auftakt war ja schon fantastisch, aber um Himmels Willen, was passiert denn hier? Das ist aberwitzig, grandios, genial, wie das in der akustischen Umsetzung ist. Das hat mir die Ohren weggeblasen und ist halt wirklich Punkt aufs Hörspiel gemacht. Das ist wirklich ein Hörspiel fürs Hörspiel fürs Hörspiel. Also viel hörspielerischer geht es eigentlich nicht mehr. Und zwar geht es um diese esoterische Auris-Gemeinschaft und um einen, ja, den Kommissär, der mit Hörproblemen zu kämpfen hat. Und ja, wie geil ist das denn, das in ein Hörspiel zu packen und das Ganze in die ländliche Idylle verfrachtet und dort prallt dann alles aufeinander und wird zu einem wirklich Klangbombast, der einen wirklich die Schuhe auszieht. Und das war, da konnte ich danach, war ich da wirklich atemlos und völlig geplättet und habe mich gefragt, was ich da gerade erlebt habe. Das war... Das war unglaublich, wirklich. Da erinnere ich mich jetzt noch, wie ich da danach da saß und wirklich eine Viertelstunde lang nichts mehr machen konnte. Was war das denn? Das großartig. War wirklich der Hammer, ja. Tatsächlich. Ja, man traut sich was beim SRF. Das ist wirklich wie sagt man? À la Bonheur. Ich wollte irgendwas mit aller und loben sagen, aber es ist entweder aller ehrenwert oder lobenswert. Also irgendwas dazwischen. Also ihr wisst schon, Paroli passieren lassen. fand ich auch bockstark. Also ich habe da auch davor gesessen und gedacht, meine Güte. Und ich was mich die ganze Zeit beschäftigt hat, was wird jetzt der gemeine Krimi-Hörer denken, der da sitzt und denkt, jetzt hier 20.05 Uhr, erste Leiche, 20.20 Uhr, erster falscher Verdächtiger, passt alles nicht. Ja, fand ich großartig, was man sich da traut und dem Hörer zutraut, echt super, ja. Ja, genau, das ist ja immer was ich abfeiere ohne Ende, wenn man das einfach wirklich dem Hörer zutraut, dem Hörer seine eigenen Fantasie überlässt und einfach mal Sachen von Latz knallt. Ja. Ist das schön. Ja, das hat schon was. Was ist denn bei dir auf der 5? Bei mir auf der 5? Ich traue mich gar nicht zu sagen, es ist ein Radiospiel. Diesmal, ich bin gespannt, weil ich habe nicht mehr so viele Radiosachen bei mir auf der Liste. Sie sehen jetzt bestimmt Sachen, die ich gar nicht gehört habe wahrscheinlich. Kann sein, ein zweiteiliges Hörspiel fällt wahrscheinlich schon raus bei dir. Hast du wahrscheinlich nicht gehört. 17 Days oder Wenn die Sonne rauskommt, fahre ich ohne Geld von Jonas Beck. Ist das Ganze Premiere für ihn als Schriftsteller. Ist ja eigentlich Schauspieler, spielt dann natürlich auch hier in dem Hörspiel die Hauptrolle. Und es ist eine ganz tolle Story. Er ist auf der Schauspielschule, hat jetzt einige Tage frei und ist frisch verliebt. Und er überlegt sich, ja, seine Vespa zu schnappen, mit dem Mofa nach England zu fahren, um eine Originalausgabe von Romeo und Julia zu kaufen und die seiner Angebeteten zu schenken als Liebesbeweis. Klingt nach einer verrückten Idee, ist es auch, aber weniger dass die Idee mit dem Buch als mit dem Moped loszufahren, denn er fährt auch ohne Geld los und denkt, er wird sich schon durchschlagen. Er hat ja ein bisschen Zeit. 17 Tage, kann man sich vielleicht am Titel her schon denken, dass das so was in dem Zeitraum ist. In diesen 17 Tagen will er es halt ohne Geld nach England schaffen. Und es gibt halt natürlich verschiedene Widerstände und Unwägbarkeiten, die da auf ihn zukommen. Natürlich geht das ein oder andere schief, aber es gibt auch ganz viel, was funktioniert und was überraschend gut geht. Und das Stück strahlt eine Lebendigkeit aus, eine Herzlichkeit, einen... Ja, es macht so viel gute Laune, obwohl es halt, wie gesagt, zwischendurch auch mal einige Tiefs gibt. Aber das Ganze strahlt so einen Optimismus aus, der ganz toll ist. Es ist ganz toll gespielt, ganz tolle Idee, wie man ja die verschiedenen oder Figuren einbaut, die eigentlich keine Figuren sind, die aber hier zum Leben erweckt werden, um diese Story besonders zu erzählen. Auch das macht richtig Laune, wenn das Moped spricht oder das Tagebuch. Das ist recht originell und nicht irgendwie so, wirkt es nicht so aufgesetzt, obwohl es das eigentlich ist, aber es wirkt halt einfach total lebendig wie aus einem Guss und ja, ein Stück, was mich wirklich restlos begeistert hat, weil es einfach verdammt gute Laune macht. Fand ich total toll. Ja, ich habe anscheinend einiges nachzuholen. Ja, ist doch schön. Ja, wo sind wir? 5, ne? Das war jetzt meine 5. Ja, na dann kommen wir zu 4. Ja. Oh, Treppchennähe. Auf Platz 4 ist bei mir gelandet.
Was von Audible. Das war okay. Mein Audible, ja. Ja, bei dem wird es auch nicht bleiben wahrscheinlich. Und zwar ist bei mir auf Platz 4 gelandet etwas, womit ich in 100 Jahren nicht gerechnet hätte. Wahrscheinlich, es mag ein bisschen dieser Überraschung auch geschuldet sein, dass ich das so gut fand, aber es ist einfach auch wirklich eine tolle Idee, großartig gespielt und so mal gar nicht so wie so die üblichen Hörspiele. Kohlraben Schwarz ist es. Ach, guck an. Ja, von Tommy Krabbeis, den ich ja persönlich sehr verehre. Mhm. Das Boot und Co. und alte Samstagnachtzeiten noch. Aber das so im Hörspielbereich, das fand ich irgendwie alles nicht so doll, was er gemacht hat bis jetzt. Ja, bis Kohlraben Schwarz. Und das hat mich wirklich restlos begeistert. Das ist so ein Zusammengehen von Provinzialität, die da mit reinspielt. Mhm. Tolle Charaktere, die super gesprochen sind. In der Hauptrolle Michael Kessler, dann der Priester, der noch mit dazukommt, seine Ex-Frau. Das wirkt zwar alles ein bisschen so wie die Rosenheim-Cops, aber das kriegt halt noch so einen sehr, sehr charmanten, schönen Dreh dadurch, dass das, charmant ist gut gesagt, dadurch, dass das so brutal also so eine Originalität damit reinkommt durch diese ist Kai Meier ein bisschen. Ist Kai Meier ein bisschen, genau. Kai Meier meets so Rosenheim-Cops. Genau. Wenn, ja. Und das ist wirklich so bombig, das macht so einen Spaß, das zu hören. Obendrein halt auch die ganze Gestaltung, das ist alles tippitoppi, auch die Musik, das spielt alles auch in dieses Provinzielle so ein bisschen mit rein und dann so schräge Töne und ja, der Humor hat bei mir auch tatsächlich ins Schwarze getroffen. Ja, ich war sehr angetan, ich habe sehr viel gelacht, sehr viel mich gewundert über die Brutalität dann auch manchmal. Mhm. Aber das passt dann so alles. Ein schöner, regionaler Märchenthriller. Ja. Ganz toll. Ja, also ich finde, Kai Meier meets Rosenheim-Cops trifft es ziemlich gut. Und wenn man das so nüchtern betrachtet hört, wird man denken, scheiß Idee, das kann nichts werden. Ja, ich schon. Aber es ist tatsächlich richtig gut. Ich habe es nicht in den Top 10, aber auf den Plätzen dahinter direkt. Mhm. Ja, du musst ja deine ganzen Radiohörspiele. Ich muss ja meine ganzen Radiohörspiele unterbringen und sag, ja, es ist tatsächlich eins auf der 4. Es ist was vom NDR. Ah, ich weiß. Hm. Schlusslichter? Jo, genau. Jo. Die Schlusslichter von George Simino. Ja, ein Stück, was wahrscheinlich auch der Überraschung geschuldet ist. Du hast ja eben schon gesagt, George Simino denkt mir erstmal, oh Gott, muss das sein? Ja, aber muss anscheinend sein und ich fand es total toll. Also ich habe mir mal Schlusslichter rausgegriffen. Ich hätte auch die Phantome des Hutmachers oder ja, wobei als Schlusslichter schon das Stück ist, was tatsächlich mich am meisten begeistert hat. Weil ich, das blaue Zimmer wollte ich noch erwähnen. Das, das fand ich auch so toll. Stimmt. Also das ist, also Schlusslichter hat mich deswegen, glaube ich, besonders begeistert, weil man diese Atmosphäre überhaupt gar nicht gefühlt darstellt, aber man spürt die in diesem Stück quasi. Richtig, ich hatte es, glaube ich, damals beim Ortett gesagt, das ist so, man schwitzt da quasi mit. Ja. Man sitzt davor und hat direkt dieses Gefühl von diesem schwülen New York und später diese Hitze auf dem Highway. Und das ist so toll gesprochen, so toll erzählt, obwohl da, ich sag mal so, von der Atmosphäre und Geräuschkulisse per se gar nicht viel da ist. Aber das allein in welchem Tempo man das spricht, spürt man quasi dieses... Ja, diese ganze Umgebung und das klingt so plastisch und so toll. Und dann ist es auch noch eine bombastische Story, die wirklich einen total mitnimmt und packt. Und ja, also da war ich restlos angetan von und habe das wirklich sehr, sehr genossen. Das fand ich ein wirklich bockstarkes Stück und ich bin echt dankbar, dass man diese Seminarperlen da mal rausgegriffen hat. Um mir mal, also wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum er es gemacht hat, um mir zu zeigen, hier, das ist mehr als nur so ein bräsiger Gemäck-Rehkram. Ja, da zähle ich mich dann auch dazu. Okay, also für uns beide hat man es ja quasi. Für uns zwei, genau. Ja, dankeschön. Ja, die war ich auch sehr angetan. Ja, jetzt wissen wir Bescheid in der... Danke. Nie wieder ein böses Wort über das Seminar verlieren. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Nee. Das werden wir auch jeden McRae gönnen. Ja. Werden die jetzt alle abfeiern. Bis zur Migräne. Ah. Ja. Ich bin froh, dass du den gemacht hast. Ich war ja ausgerollt schon. Ja. So. Wir kommen aufs Treppchen. Wir kommen aufs Treppchen. Auf Platz 3 ist bei mir der Hörspiel-Punker des Jahres gelandet. Der Hörspiel-Punker des Jahres. Ja, wenn ein Hörspiel-Punk ist, dann dieses. Eine erste Staffel eines doch sehr bekannten Hörspielautoren, der schon länger kein Hörspiel mehr gemacht hatte und dann mit einem Bam wieder
auf der Bühne erschien, bei Audible, erstaunlicherweise, Günther Merlau. Günther Merlau hat 2020 eine großartige Serie angefangen, die Head Money heißt und die so sehr viele Sachen, die ich einfach geil finde, auch thematisch hochinteressant finde, in ein Hörspiel gepackt und bei mir sowas von ins Schwarze getroffen. Es geht um einen Gangster, der ein Kopfgeld, und zwar 100 Millionen Dollar, auf einen Milliardär aussetzt. Und bei dem ersten wird es nicht bleiben. Ich glaube, viel mehr will ich gar nicht erzählen, außer dass das ein ganz übler Ritt war. Und das Großartige an dem Stück, wirklich, dass das Ganze herausragend gemacht hat, ist, dass man dann im Laufe dieses Stücks eben nicht nur diese linke Position einnimmt, sondern diese linke Position auch hinterfragt und wirklich alle Schauseiten quasi beleuchtet. Also Günther Merlau spielt ja selber eine Figur aus dem linken Spektrum, ein Politiker, der quasi früher Aktivist war und dann quasi in die seriöse Politik gewechselt ist, um den Unterschied zu machen quasi, ne? Also um wirklich was zu bewirken und dann eben mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Und das ist einfach so clever und so großartig und so toll geschrieben und mit so vielen tollen Ideen bestückt und einfach von der Umsetzung einfach Punk, also voll auf die 12, wie man das von Günther Merlau kennt. Und ich persönlich liebe das, wirklich voll auf die Omme, Musik laut bis zum Anschlag und das haut einen um und passt voll zur Handlung und ist einfach so ein geiles Gesamtpaket. Deswegen mein Platz 3. Ja, kann ich gut verstehen. Ist bei mir in den Shoutouts gelandet. Ganz knapp an der Top 10 vorbeigeschrammt. Wenn ich mehr. Du brauchst ja einen Platz für deine Radiohörspiele. Ich brauche ja Platz für meine Radiohörspiele. Soll ich dich mal auf Platz 3 überraschen? Oh, ja, mach mal. Da ist kein Radiohörspiel. Da ist kein Radiohörspiel. Oh, okay, dann würden mir jetzt ein paar einfallen. Aber nee, mach mal. Ich rate nicht. Es ist wahrscheinlich in den Top 3 gelandet, weil es wahrscheinlich das Hörspiel ist, was mich am meisten überrascht hat. Okay, dann weiß ich es. Von der Ecke, wo es herkam. Das Hörspiel mit den 4 Buchstaben. Ich zähle mal nach. ARZU sind 4, genau. Ja, ASU tatsächlich ist bei mir auf Platz 3 gelandet. Ein Hörspiel, was bei Wolfie Office rauskam, nach Milena Aboyan und inszeniert von Sirius Kestel. Ich hätte mit allem gerechnet, aber mit einem solch starken Stück tatsächlich nicht. Muss ich eingestehen und deswegen hat es mich wirklich überrascht. Ich habe das gehört und dachte noch am Anfang, als der Disclaimer am Anfang kam, dachte ich, ja, komm, mach hier mal. Und dann ist es wirklich ein Stück, wo man davor sitzt und das einen ab Minute 1 catcht und das wirklich so auf den Punkt inszeniert ist, innerhalb von 50 Minuten eine so dichte, eine so packende Story erzählt, das so glaubwürdig ist und zum Tüpfelchen auf dem i noch dazugehört, dass das Ganze auch noch einen realen Hintergrund hat. Das ist so erschreckend, das hat mich so mitgerissen und ich fand es so toll, wie man das inszeniert hat, dass man diese zwei Ebenen da drin hat, diese leicht verkünstelte, die aber dann trotzdem so gut ist, dass es das Stück eben nicht in so eine Kunstecke drängt, sondern trotzdem immer noch griffig und in sich schlüssig bleibt. Also wirklich ganz, ganz toll gemacht und ja, allein auf dem Überraschungseffekt, deswegen hat es bei mir das Podium verdient. Na toll. Was? Ja, rat mal, was bei mir auf Platz 2 gelandet ist. Lass mal überlegen. Ein Hörspiel mit 4 Buchstaben. Mhm. Okay. Ja, jetzt hast du ja schon alles gesagt. Kann ich tatsächlich sonst gar nichts mehr hinzufügen. Der Überraschungseffekt war bei mir genau der gleiche. Es war auch so ein Stück, da konnte ich danach dann, ja, da sitzt du dann erstmal da und, also du willst auf jeden Fall nichts anderes mehr hören. Mhm. Genau. Und das ist auch so ein Qualitätsmerkmal für ein Hörspiel, genau. Das ging mir tatsächlich auch so, dass man das Stück ist vorbei und man denkt, man hat jetzt gar keinen Bock, irgendwas anderes zu hören, weil es kann nicht besser werden. Genau. Ja, und das passiert selten, aber wenn es passiert, dann weiß man, man hat wirklich was richtig Gutes erwischt. Und da, liebe Leute, habt ihr echt mal was richtig Gutes gemacht, ja. So, ich bin gespannt. Was ist denn bei dir auf der 2? Ich tippe mal, dass es jetzt so im... dass ich jetzt überlege, ob ich meine 2 großartig vorstelle oder ob ich nicht einfach dir die 1 überlasse. Weil ich denke mir, das dürfte ziemlich identisch sein, weil auf der 2 ist bei mir ausnahmsweise auch kein Radiohörspiel. Oh, sondern was von Audible? Was von Audible. Ah, okay. Und da wir schon so ziemlich alles von Audible hatten, außer 2 Stücken, die irgendwie noch im Rennen sind, ich ja weiß oder ahne, wo dein Favorit eher ist, würde ich doch mal sagen, also bei mir ist auf der 2 7 Siegel. Mhm, okay. Du
bist ja jetzt direkt eh im Anschluss dran mit, das stimmt, mit deiner, ja, Eins. Aber es ist, ich fand es total stark. Also Sieben Siegel kannte ich ja noch so von meiner Einstiegszeit oder meiner Zurückkehr ins Hörspielgenre. Da war damals gerade diese Meteor-Reihe draußen, als man die Sieben Siegel, also so quasi so wieder so ein erster Berührungspunkt mit dem, ja, neu gestarteten Hörspiel, was damals noch so diesen schönen Amateurcharme hatte. Ja, und dann legt man das Ganze bei Audible nochmal neu auf, erzählt quasi nur die erste Folge, aber das so bombastisch gut, dass einem wirklich die Ohren flöten gehen. Also eigentlich, ja, so ein Jugendbuch. Heute wird man allerdings sagen, das ist so ein All-Ager. Aber ja, eine Idee hinter der Story, die über die gesamte Staffel keinesfalls langweilig wird, zu keinem Zeitpunkt, das total viel aufbaut, total toll erzählt, ganz großartige Charaktere hat und ja, wirklich, also da ist man auch direkt drin und will das Ganze auch nicht mehr loslassen. Und das hat mich trotz der relativ langen Spielzeit so begeistert und ja, tatsächlich auch bis zur letzten Minute nicht losgelassen. Also fand ich ganz, ganz großartig, ein ganz, ganz tolles Stück. Ja. So, kommen wir da zu deinem Platz 1, oder? Ich muss sagen, was doch meine 1 ist. Da. Ja, es ist so. Und zwar war das tatsächlich ein perfektes Hörspiel. Also, ja, was willst du da noch besser machen? Es geht eigentlich nicht. Das ist, was die Geschichte anbelangt, so fantastisch großartig. Also, wenn man allein davon ausgeht, von den Sieben Siegeln, wie sie ursprünglich mal waren und was Kai Meier da draus gemacht hat, was für eine erwachsene Geschichte er daraus gebastelt hat und mit welchen erwachsenen Themen er quasi diese Geschichte bevölkert hat. Und trotzdem kann man das immer noch trotzdem in diesem Jugendbereich reinsetzen. Also deswegen können das auch, wie bei Stranger Things im Endeffekt, da haben Erwachsene Spaß, was heißt Spaß dran? Also es können Erwachsene gut hören, aber im Zentrum stehen halt die Jugendlichen mit ihren Problemen, die halt zusätzlich dann noch fantastische Probleme sind. Aber runtergebrochen ist es, geht's halt dann auch um Verlust von Freundschaft und um, ja, Sachen, die auch in der Jugend einfach eine sehr gewichtige Rolle spielen. Aber dann halt obendrauf gepackt dann noch diese Geschichte um Wahnsinn und die Frage, wie weit man sich selbst trauen kann und also in der Person von Kyra, die halt dann Fähigkeiten entwickelt und damit umgehen muss, sage ich jetzt mal, und das immer mehr zutage tritt. Und das ist schon fantastisch, wenn man halt, also diese Grundideen, die im Buch schon angelegt sind, in dieser, sage ich jetzt mal, einfacheren Geschichte angelegt sind, die so großartig auszuspinnen und so eine blanke Horrorgeschichte auch da draus zu machen. So eine unfassbar spannende Geschichte mit Szenen drin, die ich so in der Form einfach noch nie gehört habe. Also was wirklich, wo es mir heute noch die Schauer über den Rücken jagt, diese Dachbodenszene mit diesen Hexen. Mhm. Meine Fresse, das ist so grausig und schaurig im Wald, die Szenen. Oh, das ist einfach dieses arme Finale in diesem Kornspeicher. Also es ist unfassbar großartige Szenen einfach, die so toll verhörspielt wurden. Ja, Hörspiel des Jahres für mich. Mhm. Was ist deins? Jetzt haben wir natürlich die Shoutouts vergessen. Ne? Das hab ich, ach, jetzt haben wir die Shoutouts vergessen. Ja, machen wir gleich. Ist ja rum. Ist ja nur noch einer bei mir. Und dann, ja. Ja. Weißt du, hast du noch einen Tipp, was es sein könnte? Ich hätte jetzt auf Cayman Crab getippt. Ja, ist es tatsächlich auch. Ja, okay. Das ist bei mir die 1. Ja, weil es vielleicht auch deswegen, also weil es nicht nur ein verdammt gutes Hörspiel ist, sondern vielleicht, weil es auch das Hörspiel ist, was irgendwie so das Jahr 2020 am ehesten, ja, nicht beschreibt, will ich nicht sagen, aber so am ehesten ins Jahr 2020 passt. Und das wird, wenn man es später hört, wird man immer denken, ja, das war damals. Weil man, ja, man wollte eigentlich eine neue Staffel Cayman Crab machen und das hat aus bekannten Gründen nicht funktioniert. Und warum das nicht funktioniert, das hört man eigentlich in diesem Hörspiel. Und man macht aus der Not eine Tugend, dass man nicht gemeinsam aufnehmen konnte. Man erzählt ein Hörspiel, in dem man die auftretenden Figuren, also die Schauspieler selbst, sich selbst spielen lässt und denen aber eine Rolle vorgibt. Ja, quasi erzählt, wie man jetzt dieses Stück irgendwie dann doch auf die Reihe kriegen will. Und man erlebt dann quasi nur das Hin und Her zwischen Produzenten und Schauspielern und Schauspieler untereinander und die ganzen Merkwürdigkeiten, die sich dann dazu tragen, die ganzen Missverständnisse und irgendwelche Dinge, die sich aufbauschen und immer katastrophaler werden.
Und das macht so eine Laune und so viel Spaß und hat so viel Witz und Charme, dass ich da wirklich so bestens unterhalten wurde über die gesamte Spielzeit. Das ist ja relativ lange, zwar nicht ganz so lang wie eine richtige Cayman Cup Staffel, aber doch immens lange dafür, dass man eigentlich nur so eine kleine Idee hatte, aber da so viel rausholt. Und auch ein großes Kompliment an die Schauspieler, die das unter ihrem Namen da so quasi mit sich haben machen lassen. Auch nicht selbstverständlich, weil das geht schon teilweise ziemlich ans Eingemachte. Das fand ich dann auch ziemlich bockstark, wie man das Ganze erzählt, was man da erzählt, mit welcher Unterhaltungswert man so ein Stück rüberbringt, was eigentlich aus der Not geboren, aus einer beschissenen Situation, um es mal auf Deutsch zu sagen, noch das Beste rausholt. Und ja, für mich tatsächlich das Hörspiel des Jahres. Cayman Grab. Mhm. Ja. Wäre ein dicker, fetter Shoutout gewesen. Ist bei mir ganz knapp gescheitert an den Top Ten. Ja, dann müssen wir jetzt unsere Shoutouts noch nachholen. Was? Ja, also Epsilon wäre einer gewesen. Bei mir Asimovs Erben wollte ich noch erwähnen. Ja, habe ich auch direkt, direkt als erstes auf der Liste. Asimovs Erben von Frank Naumann war auch ein Podcast, oder? Es kam auch als Podcast drüber. Ja. Fünfteiliges Stück, was ganz toll sich an Asimovs Robotergesetze anschließt, aber eben nicht irgendeine Asimov-Story nacherzählt, sondern das in die heutige Zeit transportiert und versucht, über KI uns was zu erzählen. Das fand ich ziemlich gelungen und auch ein sehr, sehr starkes Stück. Mhm. Dann, was hatte ich denn noch? Captain Berlin hatte ich noch drauf, den hatten wir schon erwähnt. Dann den Doberschütz und die letzte Staatsjagd wollte ich erwähnt haben. Sehr gutes Stück. Ghostbox 2 wollte ich nur noch erwähnt haben, war natürlich auch ein großes Ding. Fand ich nicht ganz so gut wie die erste Staffel, aber erwähnenswert auf alle Fälle. Hätte bei mir auch, das ist auch so knapp an der Top 10 gescheitert bei mir. Mhm. Bei mir noch Rollover Beethoven. Ja, unbedingt. Unbedingt, ganz tolles Stück. Havanna hatte ich noch. Havanna war gut, an der Grenze von Simone Buchholz, das Ganze, HRN-SWR-Produktion. Dann habe ich noch eine WDR-Produktion, Das Geschenk, das ich total super fand. Habe ich auch, glaube ich, im Orcast schon schwer bejubelt. Das hätte ich gedacht, dass das bei dir in den Top Ten landet. War knapp. Mhm. Ich hatte dieses Jahr, war ein bisschen blöd, ich hatte dieses Jahr in der Top Ten nur 10 Plätze frei. Und es hat sich dann doch ein bisschen gestapelt so am Ende. Das war Ich wollte die Ohrenkneifer noch erwähnen, also vor allem Old Shoehand fand ich sehr überraschend und also es ist nicht überraschend, dass das gut war, aber von der Geschichte her sehr überraschend tatsächlich. Mhm. Ich habe noch das Stück mit dem seltsamsten Titel des gesamten Jahres, der sich langsam, wirklich etwas langsam entwickelte Kongress der Thanatologen von Lies Momme Stockmann, fand ich auch ein Bombenstück, total überraschend, sehr viel Witz drin. Und hat es leider auch ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft. Apropos komische Titel, wie grob ist der Filz und wie warm? Stimmt. Auch noch erwähnt haben. Das war ja auch ein tolles Ding. Ja. Und zuletzt hatte ich schon erwähnt, Young Grace, die Folge 4, wollte ich auch noch erwähnt haben. Die fand ich großartig. Genau. Ja, Kohlraben Schwarz hast du schon, das wäre auch bei mir noch so im Dunstkreis gewesen. Ja, hatte ich ja gesagt, genau. Ja, dann sind wir ausgeplaudert. Ich gucke mal meinen Zettel an. Der stumme Tod war natürlich auch ein großes Ding, aber die Prüfung hatte ich noch auf dem Zettel. Okay, das war's. Ich hätte auch nichts mehr. Gut, da können wir ja bei uns den Deckel drauf machen. Jetzt kommen wir zu dem, wo ihr alle drauf wartet. Was habt ihr euch denn da zusammen gewählt? So, ja stimmt, da war ja noch was. Da müssen wir jetzt auch noch mal ran. Da würde ich doch mal sagen, machen wir das? Genau, dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.